So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Y. Wir sind hier noch immer in Illumina City, haben jede Menge hier zu erkunden. Ich habe mir hier mal bei PokeWiki die Stadt mal genauer angesehen und es gibt echt richtig viel zu sehen. Illumina Kunstmuseum, da waren wir schon, Grand Hotel Fan, da waren wir, keine Ahnung, waren wir da schon? Was ist das? Illumina Kunstmuseum, da waren wir schon. Okay, dann gibt's hier ein Hotel. Da kostet eine Nacht 100.000 Poké-Dollar. So irgendwas Ähnliches habe ich schon gehört gehabt, aber ich weiß nicht, ob's genau da war, wo wir waren, oder ich weiß nicht, ob ich schon da war. Auf jeden Fall gibt's so viele Sachen hier zu sehen, jede Menge Cafés und so. Und das alles, ich weiß nicht, könnte man jetzt erkunden. Aber ich weiß nicht, ob ich es erkunden will, das ist das Ding. Weil ich glaube, hier so noch ein Café und noch ein Gebäude und was weiß ich und hast du nicht gesehen? Und ja, ich weiß nicht. Wir müssen jetzt nicht jedes einzelne Café abklappen. So dieses Gebäude werde ich auf jeden Fall abklappen, weil das sieht relativ interessant aus. Vor allem ist da ein Mammutteil. Hey, hallo, kleines Mammutteil. Und ja, abklappen und dann werde ich noch dieses Promo-Video für uns Trainer machen. Dann will ich noch in den Coiffeursalon gehen. Da sollte ich irgendwie da den finden, wo auch immer der ist. Moment. Maison très chic ist eine Boutique. Okay, nee, das ist die Boutique. Super mal, was? Mein liebstes Mammut ist ein wahrer Goldgrube. Wir werden ba 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 ba. Okay, hochkommen, wie wir es aus. Nicht. Also es gibt echt jede Menge Sachen und ob wir jetzt alle wirklich sehen müssen, ist echt die Frage. Ich weiß es nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Hier kommen wir wieder dort raus, wo wir reinkamen. Und ja. Mal schauen, ne? Machen wir mal das Promo-Video da und dann schaue ich weiter, was ich hier noch machen will und was nicht. Wie gesagt, wenn ihr dann irgendwie das andere Zeug hier so euch anschauen wollt, tut das gerne. Holt euch das Spiel, es lohnt sich, finde ich auch schon jetzt. Aber ich finde das echt nicht interessant, in einem Pokémon-Spiel so die Stadt mir anzuschauen. Also ich weiß nicht. Ich finde es echt nicht interessant. Deswegen machen wir jetzt unser Promo-Video. Ja, machen wir mal. Wie will ich hier rüberkommen? Cool, witzig, sagen wir mal so. Alles klar, dann filmen wir die nötigen Szenen im Studio ab. Gut. Ja, also gut, stell dich genau da hin, bla 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 bla. So ein verschmutztes Lächeln, bla bla bla. Das war's, gut gemacht. Was? Ich hab doch gar nichts gemacht. Und jetzt? Schwarzer Bildschirm? Was zur Hölle war das jetzt? Was? Okay, wir machen wir halt. Aber können wir denn nicht irgendwie entscheiden, was wir machen wollen? Linsenetui. Auslandsschienen, Kontaktlinsen, probier doch mal. Okay. Kann ich? Ja. Okay, hier unten sehen wir jetzt Filmrollen, okay. Was bedeuten die? Film Nummer 1. Mal schauen, abspielen. Gut, ich dachte, ey, wenn wir bei diesem einen Promo-Video bleiben müssen. Das ist ja das, das haben wir schon gesehen. Filmraum Nummer 2 mal anschauen. Das ist wahrscheinlich. Ach so. Ne, warte, was war das? Ich habe da das eine überlesen. Neues Video. Eigenkreation hier. Okay.
Wir brauchen Teammitglied, das Darsteller. Mononoke oder Winnetou, eins der beiden, die schon voll entwickelt sind. Winnetou. Ja. Gut. Okay, ab ins Studio mit dir. Ja, okay, jetzt können wir unser eigenes Promo-Video machen. Mal schauen, wie das wird. Du erstellst nur einen Trainer-Promo. Eine Trainer-Promo, ein etwa 10 Sekunden langes Vorstellungsvideo. Für jede Sekunde können diese diverse Aktionen bestimmt werden. Andere dieser bla 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 bla. Jo, 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 jo. Okay. Aktion Nummer 1. Was wollen wir machen? Was gibt's da? Kamera. Mimik. Pose. Helligkeit ändern. Hintergrundmotiv wählen. Ja, in der Magma-Stadt. Okay, nee, Sonnenuntergang, sowas richtig Schwules, okay. Helligkeit ändern. Hell. Nee, normal ist ganz gut. Okay. Also wir können hier, wie es aussieht, diverses anpassen. Nee, von vorne soll es schon sein. Pose wählen. Keine Pose. Planieren. Was zur Hölle? Okay. Keine Pose. Okay, wir laufen erstmal. Wir laufen erstmal dem Sonnengang entgegen. Silhouette. Normal, ja, normal ist gut. Okay, wir laufen dem Sonnenuntergang entgegen. Im Blick. Wie schauen wir denn rein? Wir schauen eigentlich. Lächeln. Wir lächeln, weil wir uns auf den Kampf freuen. Oh nein, arg, schmunzeln. Bla 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 bla. Schmunzeln, wir schmunzeln, weil wir uns auf den Kampf freuen. Okay. Okay. Kein Musik. Nee, zu rockig. Nee. Nein. Yeah. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Passt jetzt nicht so mega dazu, aber bist du scheißegal. Nee, Effekte brauchen wir Alter, ist das episch! Schau doch mal ein Trainer-Video an, das ist sowas von episch! Wir müssen nur noch das Richtige finden. Tut mir leid, dass ich nicht so viel kommentiere, aber ich bin gerade richtig beeindruckt. Alter, sieht das geil aus, Mann! Ich kann nicht mehr. Nee, das passt perfekt. Textverwalt. Ich drehe hier recht am Rad. Hier, wartet. Der Text soll einblenden schräg, nee. Drehung. Drehung oben. Nee, das sieht alles kacke aus. Ja, kann ich Lauftext. Ah. Ja, aber Lauftext vertikal oben will ich.
Langsam laut. Nein, gibt's das nicht. Ja, voll auf der. Ja, okay, nehmen wir den mal. Text eingeben. Oh Mist, fuck, ich wollte meinen eigenen Spruch eingeben, aber geht in mir. Auf Winnetou steht's für das. Neu im Team Winnetou. Winnetou ist da. Winnetou und los, Winnetou. Steigerungssieb, Flying Press. Eine neue Hoffnung am Tränenschimmel, am Schimmel. Wer bin ich wohl? Er ist ziemlich stark, wir können, mein Favorit, Psych und Flug. Was? Komm, Bonjour, juhu, nicht da? Genau, hier. Einfach mal ein Bonjour. Ah ouais, je suis Winnetou. Oh oui oui, mon chéri. Haben wir noch Effekte? Nein. Okay, und wie... Und wie mache ich? Okay, ich habe jetzt eine Animation. Und wie geht's jetzt weiter? Jetzt müssen wir für jede einzelne Sekunde sowas machen. Alter, das wird ja ewig dauern. Mal schauen, ist der Hintergrund... Warte mal, unter Wasser. Oh, das ist... Warte, das ist ja gar nicht mal so wenig Style. Hier, unter Wasser. So. Dann gehen wir zum nächsten, hier hin. Hintergrund. Nein, nicht Helligkeit. Was muss ich machen? Helligkeit. Unter Wasser im Himmel natürlich. Bam, bam. Yeah! Das ist sowas von lächerlich, Leute. Ich find's geil, Mann. Aber das ist die Innovation des Jahres, Mann. Ja, auch im Wald. Winnetou ist überall zu Hause. Ob Feuer. Ah, Feuer kommt ja noch mit der Lava. So. Hintergrundmotiv wählen, ja. So, jetzt noch Lava. Wo ist die Lava? Hier ist die Lava. Yeah. Alter. Bam. 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 Okay. Nächste Lava. Gut, wir machen erstmal hier die Dinger, die... Und im All. Okay, im All. Dann schauen wir uns das nochmal an. Bonjour. Yeah. Okay, und jetzt aber ab der nächsten Szene müssen wir aber was Neues machen. Er steht jetzt die ganze Zeit rum. Und jetzt muss der Foki rein, also ich. Was? Wir können nur die ganze Zeit Winnetou tun. Kann ich jetzt nicht zu mir wechseln? Jetzt vor. Ja, genau, nur vor keinem Blenden. Hä? Warte nochmal. Bam, 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 bam. Jetzt muss ich irgendwie so einen schwulen Spruch bringen. Wie zum Beispiel, ich weiß nicht, hier, Einblendung. Sowas. Bäm, mitten im Gesicht, ja. Okay. Hier, komm, Fuka! Ganz recht, das ist Fuka! Yay, sein Name ist... Fuka bahnt sich seinen Weg, da kommt er. Mach Bekanntschaft mit Fuka. Fuka, bitte lachen. Wie er lebt und lebt. Bonjour. Fuka, wie er lebt und lebt. Also muss ich noch einen schwulen Move machen. Moment, ne, hier geht's ja noch klar. Und dann hier muss ich den schwulen Move machen. Und Fuka einblenden. Und was macht er? Pose wählen. Das dauert echt ewig. Ich nehme jetzt wieder ewig auf, kann es sein. Ah,
halte schon 15 Minuten voll. Warte. Yeah. Einmal. Dauerhaft. Kampfpose. Okay, wartet kurz. Ich muss schauen, wie das im Gesamtpaket aussieht. Nee. Zurücksetzen. Ja. Das möchte ich zurücksetzen. Ich hab's doch zurückgesetzt. Wieso nehme ich die... Warte mal. Ist es jetzt zurückgesetzt? Dieser Text soll aus sein. Ab 8 Sekunde 8 macht er dann folgende Pose. Dauerhaft. Und dann kommt der Spruch. Hier kommt Foka. Warte mal. Foka, wie er lebt und lebt. Nee, das ist zu früh. Zurücksetzen. Wir müssen eine Sekunde später. Okay. Nochmal die Pose wählen. So, ich weiß, der Sternhintergrund ist kacke, aber was soll's. Keine Pose. Hier die da. Kampfpose dauerhaft. Oder heißt dauerhaft, er macht die Animation gar nicht. Ja, es heißt, dann macht die Animation gar nicht. Wieso machst du die Animation nicht? Einmal. Und dann, machen wir den Text ein. Textanzeige, Text eingeben. Ne, sowas. Foka, wie er lebt und lebt. Und dann, und los Winnetou und Trainerhimmel. Dann starte ich mal durch. Ich mach das hier viel zu lange. Dann starte ich mal durch. So, reicht auch schon. Hey, so schlecht ist das gar nicht. Okay, der Sternenhimmel ist ja voll gay. Am Ende vor allem. Moment, wir müssen da keinen Sternenhimmel reintun, sondern einen anderen Hintergrund. Und zwar machen wir da... War der Hintergrund nochmal? Mimik, Musik, Soundeffekte. Speziell Pokémon. Hintergrundmotiv. Okay, dann machen wir... Die Stadt? Ja, Großstadt. Ey, ohne Witz, das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Ja. Das Video speichern wir mal. Jetzt schaut euch das Video nochmal in voller Glanz an. In voller Pracht, meinte. Ich halt mal die Klappe. Yeah! Alter Falter, das ist doch voll stylisch. Also das am Anfang finde ich gar nicht mal so schlecht, wie ich das gemacht habe. So hier Winnetou in Stein, nicht in Stein, in Feuer, Eis und überall ist zu sehen. Ich finde das gar nicht so schlecht am Anfang. Ja, aber am Ende war es ja so, was weiß ich. Eher so läppisch, aber gut. Da kann man sicher sich schöne, interessante Sachen mitbasteln. Finde ich eigentlich ganz cool und ich würde sagen, komm, ich mache aus dem einfach einen Part, oder? Ja, und im nächsten Part, da kommen wir dann nochmal in Lumina City und dann im übernächsten Part geht's dann so richtig weiter, okay? Dafür lade ich heute auch ein Pokémon-Video mehr hoch. Ist das okay? Ich glaube, das ist okay. Also bis zum nächsten Part. Ich hoffe, mein Trainer-Promo-Video hat euch gefallen. Ich finde es auf jeden Fall richtig sexy. Ja.
Vielleicht mache ich irgendwann mal anderes und dann könnt ihr das sehen. Aber ich finde, die Grundidee finde ich gar nicht mal so schlecht von mir. Was haltet ihr von meinem Trainer-Video? Ich hoffe, es gefällt euch. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn wir dann endlich Illumina City richtig begutachten bzw. entdecken. Zum letzten Mal dann und im übernächsten Part dann in die Arena. Also bis zum nächsten Part, mein Lieben, man sieht sich, schönen Tag noch und tschüss.